Das ist von jetzt von rechts nach links. Mhm. Geschrieben. Von rechts? Ja, von rechts nach links. Also das ist haben Sie das geschrieben? Ja, das habe ich schon gesagt. Und warum nimmt man das Rote? Soll das dann ein Satzzeichen sein, das Rote? Also das sind kroatische, diese ach so. Weißrotige, stilisierte also Symbole. Also ja. Verstehe. Das sind kroatische Generalen, die zu 45 nach dem Krieg zu Belgrad gebracht wurden und dort was kann ich mutschen, gefoltert und getötet. Ja, also das war wirklich schrecklich. Und vidite ovo, to je recimo, koja je primjena, recimo, ja sam napravio periodni sustav elemenata. To su ti alchemi, diese periode sustav, vi hest? Periodni sistem. Periodni sistem, alchemi. Das kann man machen, ja. Das ist zum Beispiel Beryllium, also Beryllium. Obzirom je J, suglasnik na kojem se liči, dolazi R, jo? Ovo je sad kurzi, ta hitropis. Oho. Nih majs. Ja, majs. Ach so, aha, dajem se. Ja, das jetzt, to je hitro, to recimo možemo svaki dan tako pisati. Mm-hmm. Recimo što je ovo zgodno, ako to naučite, možete pisati nešto, niko vam neće znati to pročitati. Ozbiljno. Sami. Das beherrschen kann uns niemand verstehen, wenn man diese Schrift beherrscht. Ja. Genau. Was wir da schreiben, wenn wir das wissen, wie man das schreibt. Ja. Geheimschrift, oder? Ja, jer ima ja mislim kako je Sveti Jeronim upravo išao s tom namjerom kako niko ne bi razumio što to piše. Jer on je živio u Betlehemu, a papa bio u Rimu. I on je prevodio Bibliju s aramejskog i grčkog na latinski. Sant Hieronymus. Rehati Vazec. Aus aramejiš, on grikiš, zu latajniš. Vulgata. Dass die Spion waren, die die Briefe zwischen, also quasi Korrespondenz zwischen Hieronymus und Papa, also sie haben Briefe geöffnet, um zu lesen, was schreibt Hieronymus zu Papa und umgekehrt. Ja? Und das hat er herausgefunden und dann hat er gesagt, das geht nicht mehr so, dann verwende ich meine heimliche Schrift. Ja. Und er hat sicher jemanden im Vatikan gehabt, eine praktische Posdanik. Ja, Vertrauensperson. Vertrauensperson, der das verstanden hat. Bulgaren haben auch viel Briefe nach Vatikan geschickt. Dann sind die Kroaten gekommen über die Vatikan. Okay, ich kann mal diskutieren. Gut, das optisch, das sah schön aus, ja, optisch. Ja. Reine Optik. Okay, jetzt haben wir ein Brojeni-System, also Nummern.